Herzlich willkommen hier, zweite Folge über Thüringen. Ja, wir, also ich mache heute weiter mit Ausfeld Nummer 10. Nur ich, ne? Ja, wir werden mal ganz kurz den Überladeprozess abschließen, den wir jetzt ins Platz schaffen. Wir fahren mal ein Stückchen weiter. Schauen wir das Rohr wieder rein. Der zweite ist noch voll auf 24%. Auch bald melden, der Bursche. Ja, die Aussaat klappt jetzt einigermaßen. Zwar nicht ganz so, wie ich das will, aber der eine wollte halt mittendrin anfangen. Gut, ich habe den Willen gelassen. Kann eh nichts machen, ne? Das sind die Kinder, stur. Und dann geht nichts weiter, ne? So. Jetzt können wir gleich mal wieder starten. Fahrer einstellen. Nochmal Platz. Gut, da gucken wir kurz nach, wie weit er schon ist. Alt S. Das war jetzt Seasons, egal. Tiere gucken. Ein paar Kälber haben wir noch. 14. Das ist schon ganz schön viel, wir haben hier. Aber gut. Futter ist noch genug da, Wasser auch. Wasser ist hier. Ne, Quatsch, da oben. Passt. Männlichen Tiere passt auch noch und Sauberkeit ist okay. Da geht auch noch. Gut, da ist auch nicht so gefährlich. Mal gucken, mal Mission. Nicht so gefährlich. Da haben wir Mission, Verträge aktiv zu 34%. Das dauert noch ein bisschen. So. Nachdenken. Ja, beide fahren sie. Gut. Was mache ich jetzt? Gucken. Das kann ich. Einmal mache ich putzen. Den nicht. Mit dem wollte ich fahren. Ach, Kälber wollte ich machen, siehst du? Kälber. Immer einer am anderen. Hier war direkt du. Kälber, 14 sind noch. Die machen wir noch. So. Später, wenn ich hier umziehe, muss ich so alle Tiere hier rausnehmen und in den Stall reinbringen, der fest verbaut ist. Das heißt, den Augenblick, da muss ich eh die Tiere überwechseln. Das versuchen kann, in einer Datei die Tiere rüberzuholen und später wieder aufteilen. Also nur Kälber? Nee, nee, nee. Die erwachsenen Tiere dürfen nicht mit. Hier kann man nicht den Gesamtzahl sehen, ne? Nur warten. Gut, hier kann man keine sehen. Okay. Da sind sie. Die Babys. Riesenkälber. Spezialzucht. Die werden schon erwachsen geboren. Nur Milch geben sie doch keine. Gleich gucken, was noch globalen Marken aktiviert, ne? Das ist typisch. Dann machen wir es anders. Ich kann noch regionale Märkte, ne? Aussaat bei 34%. Das dauert noch ein bisschen. Kann sie doch ein bisschen hinschieben. Dann habe ich nur weibliche Tiere übrig. Kommen wir auf den Acker. Das eine Feld reicht mir. Pachten soll nun gehen, aber da werde ich auf keinen Fall was tun. Er ist schon reifes.
Vielleicht mal schauen, was wir an düngen können, ne? An Aufgaben machen, erledigen können, düngen, das ist ganz interessant, ne? In die Richtung muss gehen. Weiblich, 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 weiblich. So. Alle raus. Jo, sieht so aus. Aber jetzt Quartiere mehr und mit Wasser geben gleich. Dann weiß ich ja nie. Den gleich Wasser geben. Auch zwei mehr, glaube ich. Überzeugt. Na, Kuh. Bulle. Wenn Bullen wären, na gut, die Kälber, die Jungtiere sind ja gefährlich. Aber wenn die wachsen, sind sie schon gefährlich. So, schauen wir nach Milch. Was sagen die Milchpreise auf dem Markt? Paletten. Da können wir auch Paletten verkaufen. Auch nicht schlecht. Nachdenken. Milch wollte ich gucken. Schon wieder abgeschweift. $1,800. Okay. Guter Preis. Hauen wir da hin. Muss ja was da sein jetzt, ne? Die Kälber jetzt haben. Dann müssen ja fast alle jetzt Milch geben. Also, man muss wissen, die Kühe geben mich das ganze Jahr nicht, also nicht immer nur Milch. Die müssen dann wiederum Phasen haben, wo sie zum Schluss hochschwanger sind und da geben sie keine Milch mehr. Ja, da steckt noch ein Weg, ne? Das ist ungünstig, ne? Werden wir gleich mal rückwärts einparken. Versuchen jedenfalls. Wo lassen die vorne stehen? Na, lieber nicht, ne? Wollen wir es nicht angewöhnen. So, da haben wir es. Langsam zurück. Ja. Oh, das genügt schon. Wo wollen wir unseren Milchwagen holen? Muss ja so einiges drin sein. Normalerweise den ganzen Tag. Oder auch gerade zwei. Wenn mich alles täuscht. Wo ist der Milchwagen? Oh. Wo habt ihr ihn gelassen? Gut, mit einem anderen LKW. Das schon vergessen gehabt. Der war ja eigentlich für. Ja, da muss ich einen LKW noch mal kaufen, ne? Der ist ja gemietet, ne? Ja, macht das mal nichts. Erstmal. Der globale Markt fällt jetzt aus. Viehhandel. Der globale Markt geht mir dann, wenn ich vor dem 12er starte. Das habe ich nie getan. Und 1800 wird der Preis auch nicht sein. So. Hier. Dann wollen wir mal Licht anmachen. Sehr hell. Wird ja mal dunkel.
Also, auf hier. Ja, immerhin zweimal, ne? Machen wir kurz voll. Draußen ist warm geworden. Mit 33 Grad. Gut, dass wir in der Wohnung haben. Da rauscht die Milch. Wo ist sie? Ja, jetzt können Sie ja hier für den LS 22 oder was kommt, ja langsam eine Push machen. Die Xbox oder die PlayStation ist ja nur bekannt, auch wann sie kommen soll. Ja, ich kaufe mir keine. Konsole ist in meinem Fall. Auf geht's zum Viehhandel. Was die mit der Milch wollen, frage ich mal, aber ist egal, ne? Rein theoretisch eine Verarbeitung zum Milchpulver kann man ja als Futterzusatz machen, ne? Für ja, Schweine zum Beispiel. Aber ja, im Grunde zu schade. Das ist eher die anderen Sachen, wirklich Magermilch oder so. Ne? Den Abfall von der Vollmilchproduktion, ne? Und Sahne. Aber das wertvolle für Tiere, weiß ich nicht genau. Denn die Milch ist ja am wertvollsten, wenn man das Fett nimmt für die Butter, ne? Aber gut, da ist hier so eine Verkaufsstation. Oder Export, ne? So, raus mit dem Scheiß. Will die viel Geld sehen. Haben wir noch Schulden? Wenn ja, dann wollen wir das zurückzahlen. Das wollte nach keine Zinsen zahlen müssen. Das wäre ja blöd, ne? Und wir haben ja eh Zeit, wenn wir das verkaufen, dann kann man ja das ja noch nebenbei machen. Schulden. Zinsen war immerhin nur 1037, ne? Fast 60.000. Schöner Bach, weiß. Wenn sich die heutigen Bauern freuen. Ich meine, die Milch und Laden ist eh teuer, ne? Für 1,30 knapp, teilweise. Das Problem, was beim Bauern ankommt, ne? Weil alle langen sofort zu. Die Steuer, der Händler will auch verdienen, die Molkerei. Dann bleibt für den Bauern nichts übrig. Und der muss verkaufen, weil er die Stall voller Tiere hat. Beziehungsweise die Milch ist da, da kann er nicht gut aussuchen. Da kann er nicht sagen, ich fahre mal jetzt zur Molkerei Nachbarland, wo ich 30, 50, 80 Kilometer fahren muss, dann muss schon die Molkerei um die Ecke sein, ne? Groß und Ganzen. Transport muss man ja auch rechnen, ne? Kostet ja auch. So, einmal Milch haben wir noch. Ja, da ist die Million weg, ne? Zu viel aussahen. Ja. Aber vielleicht 29 mal hinkriegen.
So. Längere Mission nehmen wir morgen an, ne? Wir können ja hinfahren, das können wir alles vorbereiten. So. Welche Düngemission nehmen wir an? Düngen, Feld 44, das ist 44. Ist ja auch wieder am Arsch der Welt. So, 44, 43. So, dann gut, da fahren wir da hin, ne? 44. Wir beginnen wir morgen früh. Wenn es hell wird. Irgendwann um 7 oder so, ne? Kurz mal hinten ab. 44 wieder hoch, circa. Oh, die Zeit geht ab. So, Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagen wir tschüss und ciao, ciao. Ja, bis morgen. Tschüss.